Boah, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass irgendwas mit dem Handball zu tun hat. Das weiß ich. Hast du denn Erfahrung mit Handball? Boah, tatsächlich gar nicht. Also ist, glaube ich, auch ein bisschen her, dass ich das letzte Mal Handball gespielt habe. Ich habe vielleicht mal vor 3-4 Jahren mal eine WM geguckt, aber ansonsten sehr, sehr, sehr wenig. Ja, ich bin auf jeden Fall bereit fürs Spiel, auf jeden Fall. Gut. Ich folge einfach mal der Nase, oder? Hallo. Hi. Ich bin Marianne. Ich bin Rob, hi. Freut mich, hi. Ja, ich bin Christina. So, heute wir spielen Handball. Ja. Und wir machen ein paar 7 Meter. So, wir haben 3 Handicap und du kannst entscheiden. So, ich muss mit diesem Handschuh werfen, von normales Ball in 7 Meter Leine oder Softball 7 Meter oder normales Wurf von 9 Meter. Ja, muss ich mal gucken. Kannst du gut werfen? Bist du gut? Ja? Das ist zu viel Info. Das ist zu viel Info. Also ich würde auf jeden Fall sagen, der kommt schon mal raus. Den machen wir nicht. Ja, ich glaube, das ist zu einfach für sie. Also ich glaube... Ich muss sagen, wir haben keinen Hals. Wir müssen Hals normalerweise haben. Normalerweise? Okay, ja. Aber ich glaube, dass du trotzdem gut werfen kannst. Also du musst den von wo werfen? Von hier? Diese kleine Leine. 7 Meter. Ja. Nee, das ist zu einfach. Der Ball ist auf jeden Fall zu einfach. Ja, ich würde trotzdem... Den würde ich auch nicht nehmen. Ich würde sagen, du musst das Handicap nehmen. Okay. Also ich glaube auf jeden Fall, dass der Ball schwerer für sie auch zu kontrollieren ist, denke ich. Weil der kann ja einfach mal runterfallen. Deswegen denke ich, dass es damit hast du wenig Gefühl in den Fingern, denke ich. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich denke, das ist eine gute Entscheidung für mich. Für dich ist eine gute Entscheidung. So dann, danke. So my friend, remember? We're friends, huh? Hey, jetzt nicht hier absprechen, ne? Nein. Ich bräuchte ein bisschen Harz. Ja. Hab ich gerade gemerkt. Wir haben ein bisschen ins Trikot, wenn du willst. Hast du. Okay, gut, so. dann fängst du an. Vielen Dank. So, machen wir 10. Ja, wir wechseln uns immer ab. 5. Du, dann ich, du, ich. Immer hin und her. Noch los. Mehr Infos. Ja. Sorry. Pressure is on. Nee, aufgeregt nicht, aber ich weiß nur noch nicht, wie ich stehen soll und werfen soll. Brauchst du einen Pfiff? Nee, glaube ich nicht. Oh! 0-0. Nee, mein erster nicht, aber bestimmt seit 5 Jahren mein erster. Handball ist nicht einfach, ne? Was? Nicht einfach, Handball. Nee. Ja, Fußball auch. Nicht für mich. So. Oh. Ich merke schon, ich habe das richtige Handicap gewählt. Ah! Gut, Christina. Aufgepasst. Gut gehalten, super gehalten. Wie oft hat man so einen 7 Meter im Spiel ungefähr? Viel. Vielleicht 6, 8 pro Mannschaft. Und dann sind eigentlich schon die meisten drin. Ja, ist schwer für die Torhüterin hier. Ja. Wow! Kiki. Unhaltbar war der eigentlich. Komm, los! Glücklich. 1-0. Also mit Druck kann ich am besten. Ah!
Sag doch, mit Druck bin ich gut. Für mich auch. Ja, 2-1. Ich hab ein bisschen abgeguckt. So ein bisschen nach vorne ist eine gute Variante, das merke ich gerade. Ja, ja, ja. Aber dann verlierst du den Cup. Nein, nee, ich nicht. Ja, 2-1. Halbzeit ist immer gut, ja, ich bin zufrieden. Keine Hilfe von meiner Freundin, aber es geht gut auch. Ach, ich habe keine Fühlung und ich kann nicht die Ball richtig werfen, wo ich will, aber... Ich würde sagen, ein richtiges Handicap ausgewählt auf jeden Fall, ja. Gut. Ja, gut. Das war ein bisschen wichtig für mich, aber gut. Was denn? Videobeweis? Ja, 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 wir haben ein Video. Wir Videobeweis? Haben, wir brauchen die Videobeweis. Recap. War, bitte, war. 2-2. Guck mal, wir haben so viele Augen, 2-2. Hier, aber keiner guckt. 2-2. Kein Problem. Schiedsrichter hat nicht gesehen. Oh! Okay. So, jetzt weißt du, ne? Jetzt weiß ich. Kannst du nicht springen? Jetzt mache ich 3-2. Komm. Auf Kiki. Ja! Oh, der war gut. Was machst du mal? Versuchst du auf mich zu gucken? Was machst du? Was ist deine Taktik? Mind Games. Was ist deine Taktik? Mind Games. Ich versuche dich jetzt ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und da ist er! Oh. Der war ja schlecht, der Wurf. Jetzt der vierte. Oh, haben wir schon zwei noch? Ich glaube, er hat jeden? Zwei noch. Ja, jeder zwei. Okay. Jetzt muss ich, ja? Nein, musst du nicht. Kein Problem. Ey, mit dem Fuß ist sie echt schnell, ey. Oh! Dreimal am Pfosten ist nicht. Ist leider kein Tor. Oh. Muss. Letzte? Ja. Du machst den Druck dann. Auf geht's. Can you see that the sky is falling? Right now as I'm walking out the door. Oh baby, now it's all or nothing. Wow. Ich sag, mit Druck bin ich gut. Warte kurz, sorry. Alles gut? Ich musste kurz. Da ja? War was. Das war's? Da war es wieder okay. Ja. Dankeschön, danke. Ist wieder richtig. Oh. 3-3. Okay. Unentschieden. Yes. Punkt mitgenommen. Wir werfen jetzt nacheinander wieder und sobald einer trifft und der andere nicht, ist das Spiel vorbei. Ganz einfach. Los. Okay, du fängst an. So, wenn ich Tor mache. Wenn du Tor machst, ich nicht, du hast gewonnen. Auf. Hat einer geguckt, ob sie übertreten ist? Hat die Linie einer geguckt? So, jetzt bleibe ich hier dann. Komm. Kannst du nicht springen und nicht bewegen, die Fuß. Ja? Warte, was ist das? Weiter. Los. Ah! Oh, wieder? Nein. War gut. Scheiße, leider verloren. Gut, schade, Kiki. Schade, ey. Aber gut gehalten, muss man sagen. Bravo. Gut gehalten. Scheiße. War gut. Was besser denn, ich denke. War gut. Ja, war okay. Natürlich. Gratuliere zum Danke. Unverdienten Sieg. Schade, leider nicht gewonnen, aber Glückwunsch auf jeden Fall.
Danke. So, hier ist einfach ein Trikot von mir. Danke für dein Trikot, danke schön, danke schön. Ich will ein Foto. Lopez ist Spanisch. Portugiesisch. Wie sagt man das am Abend? Andrich. Where come from? Deutschland. Deutschland? Ja. Also? Ja. Dein Trikot? Also nicht. Gerne. Ich hab's. Das ist kein Problem. Ja, im Sommer bauchfrei ist gut. Ist gut im Bauchfrei.